Flohmarkt. Draußen regnet es und das Kindergartendach hat ein Loch. Kinder, wir veranstalten einen Flohmarkt. Und von dem Erlös bekommt unser Kindergarten ein neues Dach. Hurra! Jeder von euch sollte etwas für den Flohmarkt spenden. Was zum Beispiel? Altes Spielzeug oder irgendetwas, was ihr nicht mehr braucht. Miau. Da kommen die Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Schluss für heute. Und denkt an euer altes Spielzeug für den Flohmarkt morgen früh. Peppa sucht ein Spielzeug für den Flohmarkt aus. Peppa, hast du dich entschieden? Du brauchst nur ein Spielzeug zu spenden. Ja, und denk dran, es ist für das neue Kindergartendach. Na gut, dann spende ich den Dinosaurier. Der Dinosaurier ist das Lieblingsspielzeug von Schorsch. Peppa, du kannst doch nicht den Dinosaurier weggeben. Wirklich nicht? Nein. Wenn ihr meint. Entschuldigung, Schorsch. Zausier. Warum nimmst du nicht dein altes Schachtelmännchen? Also gut, jetzt bist du dran, Papa. Was? Wir müssen alle was für den Flohmarkt spenden. Ich spende diesen Hut und Schorsch spendet den gepunkteten Ball. Und was soll Papa spenden? Ich weiß, du nimmst den Fernseher. Nicht den Fernseher. Nein, den brauchen wir noch. Ich weiß was. Papas stinkige Pantoffeln. Nein, zu stinkig. Ich weiß was. Papas alten Sessel. Aber der ist antik. Was heißt denn antik? Antik heißt, er ist sehr alt und wertvoll. Aber du hast ihn auf dem Sperrmüll gefunden, Papa Wutz. Er ist wertlos. Wenn ich ihn repariere, ist er viel Geld wert. Aber das sagst du schon ewig, Papa Wutz. Ich weiß was. Ich spende diese Socken, selbst gestrickt von Oma Wutz. Gut. Ich komme, um eure Sachen für den Flohmarkt abzuholen. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Und wollen Sie auch noch diesen alten Sessel? Oh, wie großzügig. Wiedersehen. Wiedersehen. Mama, du hast Papas Sessel weggegeben. Psst, sag's ihm nicht, das merkt er doch nie. Der Flohmarkttag ist gekommen. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Peppa, wie wär's mit diesem Sessel? Er ist ein bisschen schäbig, aber ihr könnt ihn zu Feuerholz verarbeiten. Aber der ist antik. Wirklich? Papa sagt, der ist ein Haufen Geld wert. Also sowas, dann gehe ich aber mit dem Preis rauf. Wiedersehen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Was hast du gespendet, Luzi? Mein Krankenschwesterkostüm. Und ich meinen Papageienballon. Und ich meinen Kuschelaffen. Ich werde mein Schachtelmännchen vermissen. Ich hätte gern dieses Schachtelmännchen, bitte. Und ich dieses Krankenschwesterkostüm. Den Papageienballon, bitte. Mama, Mama, guck, was wir gekauft haben. Euer altes Spielzeug. Wir haben's vermisst. Guckt mal, was ich gekauft habe. Einen antiken Sessel. Oh, Papa Wutz, das ist kein antiker Sessel. Eben doch. Frau Löffel hat es gesagt. Und der passt zu meinem alten. Ja, Papa. Und das liegt daran... Shh, Peppa. ...dass es dein alter Sessel ist. Was? Aber Frau Löffel hat mir gerade einen Haufen Geld dafür abgeknöpft. Fantastische Neuigkeiten erschaffen.
Wir haben jetzt genug Geld beisammen für ein neues Kindergartendach. Danke, Herr Wutz. Ho, ho. Sehr gern geschehen. Ausfall. Es ist Abend. Peppa und Schorsch sind im Wohnzimmer und tanzen zu ihrem Lieblingslied. Papa Wutz saugt den Teppich im Flur. Und Mama Wutz arbeitet in ihrem Zimmer etwas Wichtiges am Computer. Oh. Mama, Papa, es ist ganz dunkel und die Musik geht nicht mehr. Der Staubsauger geht auch nicht. Und mein Computer ist ausgegangen. Mama Wutz versucht, das Licht einzuschalten, aber es geht nicht. Bestimmt ein Stromausfall. Was ist ein Stromausfall? Stromausfall heißt, es gibt keine Elektrizität mehr. Was ist Elektrizität? Elektrizität. Das ist, was alles hier im Hause antreibt. Kommt denn dann die Elektrizität wieder? Ja, aber in der Zwischenzeit brauchen wir eine Taschenlampe. Ich glaube, wir haben eine im Keller. Alles klar, ich gehe sie mal holen. Geht das denn, Papa Wutz? Haha, natürlich geht das. Ich sehe sehr gut im Dunkeln. Wer hat das dahingestellt? Oh. Papa, alles in Ordnung? Ja, es ist nur ein bisschen dunkel hier unten. Oh, jetzt fällt's mir ein. Ich glaube, die Taschenlampe ist in der Küche. Aha. Mama Wutz hat die Taschenlampe gefunden. Darf ich die Lampe halten, Mama? Na gut. Schorsch, guck mal hier. Peppa zieht eine lustige Grimasse. Keine Angst, Schorsch. Das ist doch nur Peppa. Oh, wir sollten Papa sagen, dass wir die Lampe gefunden haben. Papa Wutz ist immer noch im Keller und sucht nach der Taschenlampe. Sie muss doch hier irgendwo sein. Papa, wir haben die Taschenlampe gefunden. Zum Glück war sie die ganze Zeit in der Küche. Na, was für ein Glück. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Trizität wiederkommt. Und wie lange dauert das? So ganz genau? Ich würde sagen, ganz genau eine lange Zeit. Oh, aber Schorsch und ich wollen doch noch weiter tanzen. Ich weiß, was wir machen können. Wir können ein bisschen Fernsehen gucken. Oh, er geht nicht an. Der Fernseher braucht auch Elektrizität. Wirklich? Ja. Oh. Und was sollen wir jetzt machen? In der guten alten Zeit, als es noch kein Fernsehen gab, mussten sich die Kinder selbst Spiele ausdenken. Ich weiß was. Ich brauche einen Pappkarton. Was hat Peppa vor? Mama, schneidest du mir ein Loch in diese Kiste? Wofür? Wart's ab. Mama Wutz schneidet ein Loch in den Pappkarton. Bitte sehr, Peppa. Danke. Ihr setzt euch jetzt bitte alle nach da. Und Schorsch, du leuchtest mit der Taschenlampe auf mich. Hier sind die Peppa Wutz Nachrichten. Mit mir, Peppa Wutz. Peppa hat sich ihren eigenen Fernseher gebastelt. Heute hat die ganze Welt aufgehört zu funktionieren, wegen eines Stromausfalls. Die ganze Elektrizität ist verschwunden. Sehr gut, Peppa. Papa Wutz sagt, bis die Elektrizität wiederkommt, dauert es ganz, ganz lange. Die Elektrizität ist wieder da. Hurra! Ruhe! Ich bin noch nicht fertig. Mach das Licht wieder aus. Na gut, Peppa. Gut.
Stimmt. Ich habe nämlich noch sehr wichtige Neuigkeiten. Die Königin hat noch irgendwo Elektrizität gefunden und gesagt, wir können jetzt alle wieder glücklich sein. Sehr gut, Peppa. Hurra! Kommt, tanzen! Peppa hat der Stromausfall Spaß gemacht. Aber jetzt ist sie froh, dass die Elektrizität wieder da ist. Schwimmen! Peppa und ihre Familie gehen schwimmen. Papa Wutz trägt seine Badehose. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Peppa trägt ihren Badeanzug. Beeil dich, Schorsch! Wir warten schon alle! Schorsch trägt seine Badehose. Peppa, Schorsch, Papa zieht euch noch eure Schwimmflügel an. Hier, Schorsch, mit den Schwimmflügeln siehst du schon groß aus. Jetzt ich! Gut, jetzt können wir ins Wasser gehen. Hurra! Schorsch ist zum ersten Mal im Schwimmbad. Steck doch erst mal einen Fuß ins Wasser. Vielleicht solltest du mal den anderen Fuß probieren. Vielleicht sollte Schorsch einfach beide Füße nehmen. Gute Idee. Gut gemacht, Schorsch. Aber vielleicht könntest du weniger rumspritzen. Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo, Luisa. Hallo zusammen. Linus, halt dich am Brett fest. Dann kannst du den Beinschlag üben. Schorsch, möchtest du auch Beinschlag üben? Sehr gut, aber versucht nicht so zu spritzen. Große Kinder spritzen nicht. Wir können schon sehr gut schwimmen. Wenn Schorsch und Linus älter sind, können sie bestimmt genauso gut schwimmen wie wir. Nicht wahr, Luisa? Ja. Linus hat eine Spielzeuggießkanne. Lass das, Linus. Oh. Oh je. Linus hat seine Gießkanne ins Wasser fallen lassen. Mami. Tut mir leid, Linus. Ich komme nicht dran. Sie ist viel zu tief unten. Mami. Ich kann unter Wasser nicht schwimmen. Noch nicht mal ich kann unter Wasser schwimmen. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Hier, bitteschön. Gut gemacht, Papa Wutz. Ich kann schon ganz gut unter Wasser schwimmen. Die Gießkanne ist doch für Babys. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer Papa, dein Bauch ist doch zu dick. Hoho, Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht.
Bitte spritz uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritz uns nicht nass, Papa. Hoho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz. Entschuldigt bitte alle. Der geheime Freund. Heute kommt Luzi Locke zum Spielen. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Das ist mein neuer Freund, Leo Löwe. Wo ist er? Da ist doch keiner. Luzi hat sich einen Freund ausgedacht. Kannst du ihn nicht sehen, Peppa? Komm, wir spielen mit dem Ball. Ja, fein. Für dich, Leo. Peppa wirft den Ball Luzis ausgedachtem Freund zu. Leo kann aber nicht gut fangen. Kann er wohl. Er will nur gerade nicht mit dem Ball spielen. Und was will Leo jetzt lieber tun? Er will lieber fauchen. Wird er wirklich gleich fauchen? Ja. Aber das warst du. Nö, das war Leo. Hallo, Leo. Peppa tut so, als könnte sie Leo Löwe sehen. Leo, willst du auch mein Freund sein? Was hat er gesagt? Er nickt mit dem Kopf. Das heißt, ja. Peppa, Luzi, wollt ihr reinkommen und ein bisschen Käsekuchen essen? Mama Wutz hat zwei Stücke Käsekuchen für Luzi und Peppa. Mama, Luzi hat einen ausgedachten Freund. Sein Name ist Leo Löwe. Ich verstehe. Und mag er denn auch Käsekuchen? Boah, Leo liebt Käsekuchen. Sei nicht dumm, Peppa. Das war nicht Leo. Das warst du. Leo mag lieber Schokoladenkuchen. Ich habe keinen Schokoladenkuchen. Mag Leo denn auch Käsekuchen? Er will mal ein Stückchen probieren. Mama Wutz gibt Luzis geheimem Freund ein Stück Kuchen. Schorsch spielt mit seinem Dinosaurier. Schorsch, du sitzt auf Leo. Schorsch weiß nichts von Luzis geheimem Freund. Leo Löwe sagt, er schafft seinen Kuchen nicht ganz. Also kann Schorsch ihn haben. Gehen wir jetzt zum Spielen nach oben? Ja, wir können verkleiden spielen. Ich frage erst mal Leo. Oh. Leo sagt, er spielt jetzt sehr gern verkleiden. Gut, dann komm, Leo. Peppa und Luzi spielen verkleiden. Peppa ist eine Fee. Ich erfülle dir einen Wunsch. Ich wünsche mir, ich bin Königin Luzi. Und Leo Löwe wird dann dein Hofnarr. Er will aber nicht der Hofnarr sein. Er will König sein. Da kommt Papa Wutz. Mama Wutz sagt, dass ihr ganz besonderen Besuch habt? Es ist doch bloß Luzi, Papa. Ist da nicht vielleicht doch noch jemand anderes, Peppa? Da ist jemand anderes. König Leo Löwe.
Hoho, ich grüße Sie untertänigst, König Leo. Papa Wutz tut so, als könnte er König Leo sehen. Darf ich sagen, was für eine wunderschöne Mähne Sie haben? Ja, sie ist wirklich schön. Und er hat dazu seine besten roten Hosen an. Hoho, oh ja. Und seinen blauen Mantel. Dumme Peppa, Leo hat doch gar keinen blauen Mantel an. Er trägt doch sein bestes grünes Hemd. Tja, es ist eben so ein grünliches Blau. Peppa, Luzi, eure Freunde sind hier. Peppas Freunde sind gekommen. Alle haben Gummistiefel an. Wir hüpfen durch die Matschepfützen. Ja! Sollte König Leo nicht vielleicht besser auch seine Gummistiefel anziehen? Oh, habe ich vergessen. Leo hat auch seine Gummistiefel dabei. Hehehe, guck mal, der Leo. Er hüpft auch immer rein und raus. Alle lieben es, durch Matschepfützen zu hüpfen. Sogar geheime Freunde.